Der Arbeitgeber hat sich nicht über unsere Forderung gefreut. Die war ja dem Arbeitgeber auch bekannt. Und wir haben gemerkt, dass die Distanz zwischen unserer Forderung und dem, was der Arbeitgeber sich vorstellt, sehr, sehr weit entfernt ist. Also es wird keine leichte Tarifauseinandersetzung sein, so nach dem Motto, hier ist die Forderung, der Arbeitgeber guckt dann drüber, sagt, okay, unterschreibt das, sondern jeder fightet für seine Position. Wir haben heute gespürt und gemerkt, dass die Arbeitgeber schon schwere Geschütze aufgefahren haben. Die haben behauptet, das wäre ja verantwortungslos, wie wir so ein großes Paket mit so einem Volumen überhaupt aufstellen können. Sie sehen perspektivisch nur noch dunkle Wolken. Aber das liegt in der Natur der Sache der Arbeitgeber. Das ist nichts Neues für uns, also haben wir uns auch nicht erschrecken lassen. Die wirtschaftliche Situation in der Stahlindustrie ist erstmal in der Fläche gesehen gut. In unserem Unternehmen bei HKM, aber auch bei ThyssenKrupp Stahl, bei Salzgitter und so weiter und so fort. Produktion, bis es nicht mehr geht, die Qualitäten gehen raus. Wir machen gute Qualitäten, wir sind sehr gut aufgestellt. Investitionen laufen auch, sind auch noch weitere geplant. Und deshalb sagen die Beschäftigten jetzt völlig zu Recht auch, die Zeit ist da, ne? Und jetzt wollen wir ein Stück vom Kuchen haben auch. Die letzten 6 Jahre, die waren ja nicht einfach für die Stahlindustrie. Da haben wir aber als Betriebsräte und als Gewerkschaften sehr verantwortungsvolle Forderungen aufgestellt und haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass der Stahlindustrie wieder besser geht. Heute geht es der Stahlindustrie besser und in guten Zeiten, da müssen wir für die Belegschaft auch gute Sachen rausholen. Die zentralen Forderungen neben der Entgeltforderung, die wir ja bekanntlicherweise in jeder Tarifrunde haben, sind die zusätzliche Urlaubsvergütung, die wandelbar wäre in Zeit, Alterszeit, Zeitbeschäftigung, Sicherung und Werkverträge. Darüber hinaus haben wir auch noch eine Komponente für die Dualstudierenden. Und ich sage nur eins, wer gute Auszubildende haben will und in genügender Anzahl, der muss auch die Auszubildenden anständig bezahlen. Und das heißt, die Forderung, die wir für unsere Jugend gestellt haben, ist genau richtig, auch im Sinne des Unternehmens. Wir Stahlarbeiter, wir können kämpfen. Wir haben gekämpft in 2009 in der großen Krise, wo teilweise Aggregate aus dem Betrieb genommen sind. Da haben wir alles getan. Und wir können noch kämpfen, wenn es gut ist. Wenn die Bude brummt bis oben hin und wir haben Anlagenstörungen, wie auch immer, und die Produktion muss raus, dann tun wir auch alles. Da wird auch nicht auf die Uhr geguckt, wird auch länger mal locht und gekeult. Aber wir können kämpfen. Von daher ist jetzt auch die Zeit zu sagen, jetzt müssen wir beteiligt werden, halt auch. Ne? Löhne sind Kaufkraft. Und Löhne ist auch eine Wertschätzung und deshalb her damit. Wir werden jetzt in den Betrieben unsere Vorbereitungen treffen. Das bedeutet, wir werden die Notfallpläne schon mal vorbereiten. Wir werden das Thema Mehrarbeit uns noch mal ganz genau anschauen. Es gibt noch viele, viele Sachen, die wir uns dann mal ganz genau angucken werden, um uns, ich sag mal, Stück für Stück in die Tarifauseinandersetzung einzuarbeiten und vorzubereiten. Damit wir hinterher einen guten Abschluss kriegen, brauchen wir halt jeden, auch dich und auch die wenigen Kolleginnen und Kollegen, die eben noch nicht Mitglied der IG Metall sind. Also eintreten, mitmachen und dann werden wir uns hoffentlich 2019 über ein sehr, sehr gutes Ergebnis freuen.